Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. Nur kurz zur Info, ich muss jetzt erstmal hier im Vorgeplänkel machen. Ich habe es leider nicht geschafft, die Parts rauszubringen bis zu Part 30. Das ist jetzt 3 Wochen her. Tut mir leid, dass ich das nicht früher geschafft habe, dass es jetzt erst kommt. Dadurch habe ich dieses Voting nicht machen können, was wir denn machen sollen mit Clementine. Habe jetzt einfach meine Freundin gefragt und die meisten haben dafür entschieden, dass wir sie mitnehmen sollen. Und einer hat entschieden, dass wir sie nicht mitnehmen sollen. Ja, dafür danke ich erstmal bedanke ich mich an meine Freunde, dass sie erstmal gesagt haben oder mir geholfen haben. Auf jeden Fall, wie man hören kann, bin ich krank. Ja, ich bin krank. Also, eigentlich nur erkältet. Schnauze jetzt. Nur erkältet, aber trotzdem nehme ich auf und dieses Klicken oder was ist es, kommt vor meine Nase. Ja, danke schön. Musste auch mal sein. Ich dachte mir, ich mache mal so eine Samples rein, ist lustig. Heute ist übrigens der erste Advent. Yeah. Ja, ich habe hier so einen Weihnachtsmann hier stehen, den habe ich extra mitgenommen. Auf jeden Fall heute ist der erste Advent, beziehungsweise der erste Weihnachtstag und ich ach, das ist jetzt eigentlich geil. Wir fangen jetzt einfach mal an. Auf jeden Fall bin ich erkältet und ich schmatze komisch mit meiner Nase oder was auch immer das ist. Es tut mir leid deswegen und tut mir auch leid wegen dem Voting. Also, viel Spaß bei The Walking Dead. Boah, ist wie lange ich The Walking Dead nicht mehr gespielt habe. Oh Mann. So, übrigens, dieses Verzerren kommt wirklich von Elgato. Ich hab mal mein. Old Meat's doing okay? As well as can be expected under the circumstances. I did what I could for him. Cleaned out the wound, but he's got a real infection. Running a fever. Without antibiotics, I... Will you quit pacing? You're making everyone nervous. Why are you even still here? Hey, if your friend really can get that boat working, you're taking me with you as payment for saving your asses. I figure that's fair enough, don't you? Well, you want the good news or the bad news? Erstmal die guten. Das haben wir natürlich schon gemacht, ne? Tut mir leid. Good news is the boat's seaworthy enough. In pretty good shape, mostly. Mostly? That's the bad news. Gas tank's empty, and her battery's dead. We need to fix both before she's taken us any place. Well, how are we supposed to get that stuff? Oh. We should go back out on the street and see what we can find. That's not gonna work. Crawford took everything and brought it inside their walls. They siphoned every gas tank, stripped every battery. There's nothing left out there. You saw that for yourselves. She's right. Well, what about this Crawford place? Sounds like they'd have everything we need. Maybe we should try there. Now hold on a minute. Surely we have to try. If there are people left in this city who are still alive, who still have supplies, what harm can it do to ask? Trust me, you don't know these people. I do. You showing up with a wounded man? Might as well put a noose around his neck. They don't exactly welcome children with open arms either. What the hell kind of a place are we talking about here? The worst kind? But I don't see what other choice we have. And just how exactly do you figure we do this? Because from what I've heard, that place ain't exactly friendly to outsiders. There's got to be some way we can sneak in there undetected. There might actually be a way. I know the sewer system that runs beneath Crawford like the back of my hand. Y'all wouldn't happen to have a map by any chance? Yeah, actually. I think I could lead us through so we could pass under the perimeter and right into the center where they keep their supplies. We come up right underneath them, take them by surprise, grab what we need, and get out before they even knew what hit them. That's actually not the worst idea I've ever heard. I mean, it's close, but I don't know. Maybe it could work. I've thought about it before, just never had the people to do it. But I think if we all work together, we could pull it off. And what do you want in return for all this help you're giving us? Crawford doesn't just have what you need for your boat. They're also well stocked with medical supplies. Medicine that my people could use, just as yours could. We can do this. We have to. So, it's decided then? We're going to Crawford? Anyone else have a problem with this plan?
because we're gonna need every one of us to pull this off. Man, I don't know. I don't know about you, kid, but I'd rather take a chance on doing something than just sitting around here waiting to die. That boat out there is an answered prayer. Just gotta push a little bit farther. Are you in or out? We should go tonight, under cover of dark. I'll go let my people know. Give you all a chance to prepare. I'll be back before midnight. Be careful. That's how I'm still alive. So, jetzt kommt natürlich unsere Entscheidung. Is it going to be dangerous? Is what going to be dangerous? Crawford. No, don't worry. We have a good plan and good people. We'll be in and out before they even know we're there. You trust me, don't you? Yeah. That's my girl. I guess I should go get ready. Say what? Love you, guy. You said you'd need all of us to do this, and you said I'm a big help, remember? Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are, right? Clementine, I think it'd be safer for you to stay here with Omid. But what if something happens to him while you're gone? What do you mean? He's sick. If he doesn't get better and, you know, he might try to hurt me. Can't I come with you? Und danke nochmal, meine Freunde, dass sie gesagt haben, dass sie mitkommen sollen. Okay. Danke. You can come, but you have to promise to stay quiet and do exactly what you're told the whole time we're there. Okay. Die Entscheidung war mir ein bisschen zu schwer mitzunehmen oder nicht. Das war einfach, konnte ich nicht sagen, mitnehmen oder nicht mitnehmen. Wie man sehen kann, bis jetzt verzerrt es noch nicht. Es sieht, ja, sobald man es sagt, passiert es natürlich, das ist ganz normal. Es liegt wirklich nicht am Handy, sondern an der Elgato. Ich habe meinen PC mal versucht aufzunehmen. Das geht natürlich auch über die Elgato verlustig. Und da verzerrt es leider auch, weil ich habe versucht, Assassin's Creed ein bisschen kleiner zu bekommen. Denn, ja, ja, 2 GB sind immer... Ja. 2 GB sind immer extrem groß und das dauert eben halt 40 Stunden, um es hochzuladen. Und ja, das schaffe ich nicht jeden Tag hochzuladen und das ist immer so ein bisschen das Problem. Und naja, auf jeden Fall... Habe ich da versucht, es etwas kleiner zu machen, dachte mit der Elgato klappt es vielleicht und hat leider nicht, na gut, es hat ein bisschen geklappt um 300 MB oder so, war es mir aber nicht wert, die Qualität sah viel schlechter aus und es hat verzerrt. Also es liegt an der Elgato, vielleicht ist es zu viel für sich, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Aber Hauptsache, es funktioniert einigermaßen. Ist ja nur bei The Walking Dead. Zum Glück. I hope. So, we're gonna have a capacity problem. Boat that size ain't gonna hold more than 5 people, even with one of them a kid. Me, you, Clem, Krista, Omi, Ben, Molly. Assuming everyone makes it back alive, that's still one too many. Even if we cut Molly loose, before this is over, we're gonna have to make a decision. You're not serious. Look, I'm just saying, if we want the best chance of... Who the hell is this? This is Bree. She can help us. Help us how? I was a student at the school where Crawford keeps their supplies. I know the layout. With her help, we're in and out faster. Anyone have a problem with that? I guess not. Then what are we waiting for? Let's get moving. Hold up just a sec. You ready? Ready. Hey, whoa, hold on a minute. You're not taking her with us. Did you not hear anything I said about the kind of place Crawford is? If you take her in there and they find her... This little girl's not just excess baggage. She's gotten us out of a tight spot more than once. She's coming. Deal with it. You heard the man. Let's move out. Huh.
Was war das denn? Ne, meins. Ja, sobald man anfängt, mit irgendwelchen Problemen zu reden, die nicht mehr auftreten, kommen sie natürlich. Das ist natürlich extrem toll. This should be it. We're right underneath the center of Crawford. The old school should be directly above us. Okay, people. This is it. Remember the plan. We stay quiet. We stay hidden. And we hidden stay together. We find what we need, and we get the hell out before anyone even knows we're there. Got it. And that part about staying close, that goes double for you. Und wir sind natürlich der Erste, der hochklettert, wie immer. Puh, mal gucken. Ich denke mal, wir hätten erst gucken sollen, kann das sein? Let's go. Oh oh. Bedrohliche Musik. Where is everybody? There should be guards patrolling. What? You disappointed? It's just strange is all. I think I see one. Das sind Zombie. Oder? Okay. Ich weiß es nicht. Im ersten Augenblick dachte ich das. Wird schon paranoid. Okay, Kenny, let's do this quiet. No shooting unless there's no other choice. Right behind you. So, laufen wir mal hin zu diesen Kollegen Zombie. Die Hände sehen aber so aus, ich weiß es nicht. Es könnte einer sein. Es ist einer. What the fuck? Oh, der sieht aber schön aus. Wunderschön. Ich dachte, wir sollen nicht schießen. Warum hat Kenny dann eine Waffe? Nur zur Sicherheit oder was? Oh oh. Da kommt schon den nächsten angedackelt. What the fuck is a walker doing inside here? Scheinbar wurden die überrannt oder so. Oh oh. Nicht gut. Ach du Scheiße, kommen immer mehr. Oh oh. Ist Crawford überrannt worden oder was? Hm, dass die Animation nicht verlinkst war. Wow, cool. Fuck, fuck! Do you think they saw us? Your guess is as good as mine. What the hell happened here? I thought this place was supposed to be secure. What always happens, I guess. In the end, the dead always win. Oh man, we are so screwed. No, this is good. Vernon's right. We can deal with walkers easier than armed guards. I agree. So long as we don't let them box us in, we can still do this. The plan hasn't changed. The plan hasn't changed? Oh, Ben ist ja weg, mitgekommen. Ich glaube, ich bin kriegt. Any idea how many of them are out there? No. You want to do a head count? Or do you want to get what we need and get the hell out of here? Come on. I think I know which way to head. I got a bad feeling about this. Ich ein bisschen. Ja, scheinbar sind da welche drin. Man hört's und man sieht's, ein Kreuz. Oh Mann, lieber weggehen, bevor die uns riechen. Aber ich glaube mal, die haben uns schon längst gerochen. Unser Blut, unser Fleisch. Lecker. Just keep moving. Ich bin jetzt natürlich nicht so gut dabei und nicht so actionreich, ja, weil ich einfach mich nicht gut fühle. Kopfschmerzen so ein bisschen. Vielleicht hört man es, ich bin erkältet. Habe ich ja schon gesagt. Also ich merke es auf jeden Fall und höre es selber auch, aber ob sie hört, weiß ich nicht. Auf jeden Fall nervt meine Nase mich immer so ein dummes Schmatzen oder keine Ahnung. Tut mir leid. Was ist das für eine komische Musik? Was war das? Noch ein Bug? Ich habe ja schon mal einen gefunden.
Ah ja, das ist. Looks like they were using this room as some kind of command center. Schön mal. Gruppe B, Gruppe D, Gruppe C. Okay, so now what? Where do we start looking? Stand da jetzt in Deutsch Gruppe oder in Englisch? Ah ne, Englisch, ich dachte schon. Group. Ich dachte schon. Here. Here. Just give me a sec. Ich versuchte es. Was? Where would be the best place to look for medicine? Right here. Nurses Station. They were using it as a medical facility. Was wollte ich gerade sagen? Keine Ahnung. How do you know that? Sie war in Crawford, oder? Just makes sense, doesn't it? Die war schon da. Denke ich. Ich weiß es nicht. Das ist meine Vermutung gerade gewesen. So mein erster Gedanke. Maybe at the auto shop. There used to be one in the alley outside the fire escape. Yep, it's called Herman's. You can't miss it. What about the fuel? Where should I start looking? There's a maintenance shed across from the playground here. If they were storing fuel, that's probably where it'll be. Okay, I'll make the run to the maintenance shed for the fuel. It'll be faster if I go with you. I can take you right to it. I'll come too. No, two people's enough. You stay here, see if you can use any of those tools we brought to get that armory door open. We might need to shoot our way out of here. I'll go for the medicine. I'll come with you. I know what to take. Okay. Guess that leaves me to go find us a battery. I'll go with you. Watch your back. Okay, we've got a plan. Everyone be careful. Stay close to one another. We'll all meet back here. Good luck. Hmm. What about me? What can I do? No. I need you to stay here with Ben and watch over our command center. I'm putting you in charge of it, okay? Hmm. You're leaving me with Ben? I'm not leaving you with Ben. I'm leaving him with you. Understand? Yeah. Oh, okay. Ich dachte, sie sagt ja. Back before you know it. Ja, die Musik ist natürlich ein bisschen traurig. Gucken wir uns einfach mal alles hier im Raum an und gehen da. Was war das denn? Was hat er denn gerade gehabt? Muss er pupsen oder was? Noch ein Bug. Achso, hier können wir uns ja auch nochmal angucken hier. Motorpool, mhm. So according to Bree, fuel is at the maintenance shed. Medicine might be in the nurse's office. And a battery would probably be at the auto shop out through here. Müssen wir jetzt entscheiden, wo wir hingehen, oder was? Dann gehe ich erst hier hin. If we're gonna find medicine anywhere, that would be the place to look. Naja, tipp an. Fuel's in a shed across from the playground. It's just outside the stairwell. Bree said the entrance to the auto shop was in the alleyway by this fire escape. No. Teppich. Hüpfspiel. Da hüpf mal. So, was haben wir hier? Puppen. Oh ja. Creepy hoch 1000 oder so, keine Ahnung. Any reading material would be nice once we get on that boat. Fernseher? No power, no TV. Kein Strom, kein Fernseher. Kein Fernseher, kein Strom. Was? Keine Ahnung. Sieht schön da hinten aus mit den Seepferdchen, gefällt mir. Was ist das? Looks like they had quite a system here. Crawford's final solution. Hm. Brauchen wir es noch? Vielleicht brauchen wir es ja noch. Vielleicht ist es, keine Ahnung, Zahlen. Das
just a bunch of paste. Bei Zahlen bin ich mir nicht so sicher. Have to wonder what's going on in the rest of the world. Das frage ich mich auch. Was in der Rest der Welt so vorgeht, das wäre mal interessant. So, hier haben wir schon alles gesehen. Und dann wir nur noch hier die Tür. Oh, 20 Minuten sind es jetzt schon. Na gut, dann werden wir in den nächsten Part gucken, reden mit Ben und mit Clementine und dann machen wir uns auf die Socken, ne? Okay, Leute, bis dann. Ciao. So, das war Part 31. Ich hoffe, es hat euch gefallen und nicht gestört, dass ich jetzt das über Freunde machen musste mit den mit der Entscheidung. Naja, ging jetzt leider nicht anders. Tut mir leid. Dafür sind wir jetzt in Atlanta und werden in der nächsten Folge erfahren, was wir denn in der Schule machen. Bis dahin, Leute. Ciao.